Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Ausgabe Let's Play Overwatch und heute nehmen wir uns mal die MOBA-Watch, also den Brawler Woche vor. Habe ich noch nie gespielt, noch nie gezeigt und dementsprechend ist es jetzt heute mal soweit. Was ist MOBA-Watch, dieser Modus im Brawler Woche? Man kann nur einen Helden pro Team haben, also Gott sei Dank, das ist sinnvoll und man kann auch danach nicht mehr wechseln. Auch das ist sehr sinnvoll, also eigentlich so wie man es aus dem MOBA kennt. Einen Char pro Team und natürlich auch nur einmal gepickt und dann bleibt er auch bis zu Ende der Runde. Also von dem her sollte das doch passen. Dann schauen wir mal, wie lange es hier für die Matchsuche braucht. Ich habe ehrlicherweise noch nie so ein Brawl der Woche gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob die nachgefragt sind oder ob die Leute sich doch eher auf Rank bzw. aufs Normale stürzen. Ich warte noch ganz kurz ab, ansonsten gibt es einen kleinen Schnitt. Ja, da sind wir jetzt im Modus Angriff und ich würde sagen, ich kann mal hier den Tank rauslassen. Deswegen nehme ich hier meinen Winston mit meinem wunderschönen Skin, den ich sehr schätze, weil er einfach nice ist. Da haben wir jetzt Gott sei Dank auch eine Heilung. Weil das fehlt ganz gern mal. Und jetzt schauen wir mal, was der letzte Pick noch. Ein Soldier. Ja, also das schaut doch nach einem vernünftigen Line-Up aus. Ah, der Junkrat. Okay, alles klar, so geht's auch. Bin ich dabei, akzeptiere ich so. Und wie gesagt, hier nochmal den Skin, der einfach super nice ist. Also die Skins schauen wirklich von Char zu Char sehr, sehr geil aus. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt noch ein bisschen warten und dann schauen wir mal, was hier so im Match passiert. Gerade Angriff kann richtig super laufen, kann aber auch mal richtig verkackt werden. Also da bin ich sehr gespannt, was diese Runde so passiert. Und da geht's jetzt auch schon los. 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Geben Sie Zielpunkt A. Aha. Ja. So, bisschen aufpassen. Ah ja, Mai hat da gut offensiv verteidigt. Wurde vom Damage her nicht wirklich rausgenommen. Und dementsprechend wird es dann da nicht wirklich leichter. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht wirklich einschüchtern. Jetzt wird hier einfach rübergegangen. Und da ist er jetzt auch weg. Oh, da ist der böse Drache gekommen. Gut, dann bleibe ich halt hier am Angriffsziel. So, kein Problem. Und den hole ich mir jetzt auch mal. Und auf den. Und jetzt ist er da ganz schön unter Druck, die Kleine. Schöne Killstreak. Und jetzt sollte man auch den Punkt bekommen. Ja, das ist unser Punkt. Und den nehme ich in der Ulti einfach mit. Komm, geh weg. Bitte doch. Bin am Angriffsziel. Sammeln an meiner Position. So, auch tot. Arbeite zusammen.
Ja, und da haben sie ganz schlecht verteidigt. Da sieht man, auch so eine schnelle Runde kann es geben. Das heißt, heute hatten wir dann mal einen Quickie bei Overwatch. Aber ist auch schön. Highlight des Spiels. Jetzt schauen wir uns doch das Highlight des Spiels selbstverständlich an. Ja, das war eine super schöne gesetzte Ulti. Die war sehr wichtig für unser Team. Und dadurch konnte ich dann auch so gut durchgehen. Das hat man ja dann gesehen. Und ich würde sagen, Defensiv Assist hat sie hier sich sehr wacker geschlagen. Deswegen kriegt sie von mir hier den Vote. Und damit würde ich sagen, war es das schon für diese Ausgabe Let's Play Overwatch. Heute mal mit diesem MOBA Watch. Also mir hat es sehr gefallen. Ich habe mich hier gut platziert. Hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir haben eine neue Stufe und die, haha. Da machen wir noch eins. Wir schauen uns die Lootbox zusammen an. Dann ist wenigstens noch so ein bisschen gestreckter. Das ist doch ein schönes Timing. Jetzt hoffen wir natürlich auf einen wunderschönen Epic Skin. Und was kommt raus? Ah, in dem Fall, wir hören es uns jetzt einfach mal an. Rocket Jump klingt gefährlich, nehmen wir doch. Hier gab es Coins, 150, auch die sind gut. Ein Spray von D.Va und einen Skin für Roadhog. Ja, das war's. Jetzt aber wirklich schade, dass es kein Legendary Skin gab, aber wenigstens einen lilanen für Roadhog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.